Hallo mein Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal einen Rührkuchen mit drei Farben. Dazu benutzen wir Lebensmittelfarbe. Dazu stellen wir jetzt einen Rührteig her. Ihr rührt Makrine schön cremig. Als nächstes rührt ihr Zucker unter. Jetzt kommen die Eier hinzu. Als nächstes rühren wir jetzt etwas Schlagsahne unter. Und jetzt rühren wir noch Mehl und Backpulver unter. So, damit haben wir jetzt unseren Grundteig fertig. Jetzt teilen wir den Teig in drei Teile, also wir teilen ihn auf drei Schüsseln auf. So, und jetzt kommt unsere Lebensmittelfarbe zum Einsatz. Dazu rührt ihr unter jede Teighälfte eine andere Farbe. Wir brauchen Rot, Grün und Gelb. Wir fangen jetzt mal mit Rot an. Die nächste Teighälfte färben wir jetzt gelb. Und zum Schluss machen wir die letzte Teighälfte noch grün. Dann nehmt ihr eine Rührkuchenform, die ihr mit Backpapier auslegt und füllt da euren Teig hinein. Wir fangen jetzt mal mit dem roten an, den füllen wir unten rein. Den verstreicht ihr dann. Dann nehmen wir den grünen. Natürlich könnt ihr die Farben auch anders anordnen. Und dann kommt unser gelber Teig. Obendrauf streicht ihr dann alles schön glatt. Und jetzt kommt der Kuchen bei 180 Grad ungefähr eine Stunde in den Herd. Nach dem Backen lasst ihr den Kuchen noch kurz in der Form abkühlen. Und so sieht dann unser Rührkuchen mit dreierlei Farben aus. Ich habe ihn jetzt schon mal in Stücken geschnitten, damit ihr auch mal seht, wie der Kuchen von innen aussieht. So, meine Lieben, da wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!